zu Bildungswerk Live an diesem Freitag aus Trier. Mein Name ist Nils Kritzler. Ich bin hier pädagogischer Leiter beim Beratungszentrum Trier vom Bildungswerk. Ja, es ist Freitag, Ende der Woche. Heute wieder ein kleiner, kurzer Tipp aus der Welt der Digitalisierung. Ich zeige es heute euch auch mal in Windows 10 und in Windows 11, damit ihr einfach seht, dass es in beiden Welten möglich ist. Snip, Schnapp habe ich ja heute die Folge genannt und wir beschäftigen uns heute kurz mit dem allseits bekannten und beliebten Snipping-Tool, was ja in der Form nicht mehr bei Windows implementiert ist. Und ich zeige euch kurz ein paar praktische Anwendungsbeispiele. Das soll es dann heute für den Freitag auch als kleine Inspiration sein. Ja, wir bewegen uns natürlich wieder im Themenfeld der Digitalisierung. Das ist sehr reichhaltig und mannigfaltig, da gibt es ja so viele Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Wir versuchen natürlich immer, den Alltag abzubilden. Ja, um was geht es? Das berühmte Snipping-Tool oder wie es jetzt auch seit längerem auch heißt und auch dadurch eigentlich ersetzt werden soll, ist das Tool Ausschneiden und Skizzieren. Dies findet ihr sowohl in Windows 10 als auch in Windows 11. Ich habe euch hier mal diese Symboliken eingefügt. Es gibt dann noch in Windows 11 eine etwas andere Symbolik. Die habe ich aber, weil ich kein Produktivsystem habe von Windows 11, sie nicht eingefügt. Ihr seht hier die Grafiken. So sind die Icons davon, wenn man das sucht. Und ja, was kann dieses Tool? Was könnt ihr damit machen? Wo kommt es her? Es gibt dazu natürlich eine kleine Historie zu dem Tool. Es wurde erstmals 2002 als diese sogenannte Power Toys, also kleine Werkzeugchen, in einer Version für Tablets, also XP Tablet PC Edition eingeführt. Da will ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Wurde dann bei Windows Vista in dieser Evolution, ich habe ja auch schon mal zu der Historie von Windows was gesagt, eben dann als Standardtool implementiert. Und war dann auch dann im Experience Pack später bei Windows XP schon dabei und seit Windows 10 ist das natürlich nochmal verbessert worden und gibt eine neuere Funktion, wie zum Beispiel so eine Verzögerungsfunktion, die ja, mit einem gewissen Delay Aufnahmen ermöglicht. Das kann zum Beispiel bei bewegten Bildern interessant sein oder bei Webseiten, wo man irgendwie einen bewegten Slide aufnehmen will. Also da gab es eine Verbesserung. Hier habe ich jetzt, was ich gerade schon gesagt habe, auch nochmal aufgeschrieben, dass in Windows 10 ab der Version, also bei so einer Upgrade-Version von Windows 10 auf die Version 18.09, das Snipping-Tool durch das neue Tool Ausschneiden und Skizzieren ersetzt wurde. Aber wie gesagt, das ist noch nicht quasi seitens Microsoft eliminiert worden, sondern das Snipping-Tool gibt es immer noch als Snipping-Tool und eben Ausschneiden und Skizzieren ist auch ganz nett, dass es auf Deutsch ist, ist dann quasi das Nachfolgetool. Das zeige ich dann gleich nochmal live. Wie gesagt, und beides ist in den Versionen von Windows 10 und 11 zu finden, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist. Ja, die Funktion davon, was kann ich damit tun? Man will irgendwie schnell was aufnehmen, was machen, was zeigen, in eine Mail einfügen oder in eine andere Oberfläche, Struktur im Betriebssystem oder gibt ja verschiedene Apps und Tools, wo man dann auch wie auf dem Handy eigentlich ja ein bisschen intuitiver arbeiten möchte. Da geht das ja ein bisschen zackiger alles bei so Apps. Da muss man sagen, ja, das kann aber das Snipping-Tool ganz gut substituieren. Man kann Screenshots erstellen, entweder festgelegter rechteckige Bereich, einen freien Bereich, man kann einzelne Fenster aufnehmen, man kann dann in den Aufnahmen auch mit einem Stift arbeiten und man kann mit dem Stift also quasi auch eine Freihandaufnahme machen und man kann eben auch den gesamten Bildschirminhalt aufnehmen. Genau, das ist ja gerade schon vorweggenommen, der Stift ist. Mit dem Stift kann man quasi Freiheit aufzeichnen. Was kann ich mit den Sachen dann im Tool tun, also mit dem, was ich erfasst habe? Es gibt eben verschiedenfarbige Stifte, um was kenntlich zu machen, ein Radiergummi, um auch dann im Objekt nicht das Objekt zu radieren, sondern Dinge, die man in das Objekt eingefügt hat. Und man kann mit dem Textmarker eben Dinge hervorheben von den Objekten, die dann erstellt worden sind mit dem Snipping-Tool. Ich kann diese Dinge speichern in verschiedenen Formaten, es ist PNG, GIF, JPEG oder eben auch als HTML-Datei. Oder man kann eben Versand als E-Mail machen. Das heißt, man kann sagen, okay, ich will das gar nicht speichern, sondern ich will es einfach direkt weiterschicken. Ich habe irgendwo was aufgenommen mit meinem Snipping-Tool, da vielleicht mit den rudimentären Bearbeitungswerkzeugen was angestellt
und die soll dann als E-Mail-Anhang oder in eine E-Mail eingefügt direkt versandt werden. Diese Funktion kann aus dem Betriebssystem auch erfolgen. Ja, und dann wollen wir jetzt nicht lange reden, sondern wir wollen jetzt einfach mal switchen auf den ersten Rechner. Wir fangen an mit Windows 10. Geben wir jetzt mal die Freigabe, Platz machen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Eingeben. So, kurz mal warten, bis die Bilder da sind. Vom ist auch irgendwie schwarz. Da kommt es. So, ich habe jetzt ganz normal unsere Webseite aufgemacht und eine erweiterte Webseite, die jetzt nicht so viel Bewegung hat vom Bindungswerk. Und so sieht das Ganze dann erstmal so ganz normal, wie man das kennt, vom Arbeiten aus. Und dann kann man natürlich über das Startmenü gehen und sagen, hey, ich möchte jetzt das Snipping-Tool benutzen. Und man sieht schon, bei A ist schon das Tool Ausschneiden und Skizzieren. Also wir sind jetzt ja auf Windows 10. Fangen wir aber mit dem Snipping-Tool an, weil das ja das ältere ist. Dann macht man ganz klassisch, gibt man einfach ein, wenn man die Windows-Taste S, N, I und schon taucht das hier auf. Also ne, Snipping-Tool, da muss man jetzt nicht groß Buchstaben suchen. Kann man sich auch als kleinen, als Link unten an die Taskleiste anheften, wenn man es regelmäßig braucht. Und so sieht das ganze Tool aus. Und hier steht jetzt auch schon explizit beschrieben, was ich ja auch gerade gesagt habe, dass das Snipping-Tool wird in zukünftigen Updates auf eine andere Seite verschoben. Mit Ausschneiden und Skizzieren, das ist eben der Nachfolger von diesem Tool, kann man eben dann weiterarbeiten. Man kann jetzt hier auf Testen, Sie auch schon Skizzieren drücken, dann öffnet er auch schon das Tool, das machen wir aber jetzt noch nicht. Sondern wir wollen uns ja jetzt mal kurz angucken, was das Snipping-Tool jetzt so kann. Also das ist eigentlich schon das Tool, das ist alles. Und man sieht, man kann jetzt hier auf Neu drücken und man kann sich dann eben was ausschneiden, was man braucht. Man kann dann hier im zweiten Feld wählen, welchen Modus man haben möchte. Ich sage, es gibt ja mehrere Modi. Das ist eben dieser von dem sagten Stift, der freie Modus. Da können wir es frei umranden, was dann ausgeschnitten werden soll. Und das wird dann quasi als Bild abgelegt. Man kann rechteckig ausschneiden, man kann sagen, ein Fenster ausschneiden, man klickt es einfach an, dann wird das quasi ausgeschnitten oder ja, abfotografiert oder festgehalten oder eben das gesamte Bildschirmfenster, also das, was der Bildschirm da zeigt. Dann gibt es hier die Variante eben der Verzeugung, was ich sagte. Es gibt ja manche Situationen, wo man nicht sofort, wenn man was markiert hat, sondern zeitversetzt aufnehmen möchte. Das kann man in Zeitverzögerung einstellen. In meinem Alltag spielt das jetzt weniger eine Rolle. Dann gibt es hier die Abrechnungsfunktion und es gibt hier die Option. Da kann man noch so ein paar kleine Sachen einstellen, wie bei der Anwendung Freihandfarbe, wenn man Freihand ausschneiden möchte, wie es sein soll. Ausgeschnittenes immer in die Zwischenablage kopieren, wenn das an ist, ist eigentlich ganz praktisch. Wenn man jetzt was ausgeschnitten hat, das Ausschneiden fertig ist, dann kopiert das automatisch in Zwischenablage. Also müsste nicht erst im Snipping-Tool quasi sagen, hey, kopiere mir das bitte in die Zwischenablage und ich möchte es in einem anderen Tool einfügen, sondern das macht das quasi automatisch, aber immer nur den Screenshot, den man gemacht hat, nicht die aktuelle bearbeitete Version, das müsste man manuell machen. Hier das mit der URL, das ist eigentlich so, das braucht man eigentlich im Alltag so gut wie nie. Und das kann man auch einstellen, vor dem Beenden zum Speichern des Ausschnitts auffordern, kann man ausschalten, wenn man das nicht möchte. Das ist halt so im Alltag eine Frage des Geschmacks. Gut, und das ist auch schon das Tool. Mehr ist es nicht. Und dann wollen wir mal kurz mal hier reinschauen. Ich habe jetzt hier den Modus rechteckiger Ausschnitt. Das lassen wir jetzt auch mal für den ersten Beispiel. Und jetzt hatte ich schon aktiviert den Modus. Jetzt macht er alles quasi grau. Und ich sage, ich möchte gerne hier oben das Logo, was ich da sehe, das möchte ich haben. Ich muss immer so ein bisschen nach links gucken, weil ich gucke immer auf meinen Screen. So, und jetzt kann ich hier sagen, okay, ich halte die Maus gedrückt. Und das möchte ich jetzt gerne haben, einfach nur für was auch immer, um zu zeigen. Und zwar habe ich hier die rechte Maus gedrückt, das war nicht gut. Mal drauf. So. Das hätte ich gerne. Ich lasse los. Und dann passiert Folgendes: Das Snipping Tool öffnet sich und jetzt erweitert sich oben die Leiste. Ich habe jetzt dieses Objekt jetzt in meinem Snipping Tool drin. Und wir hatten ja gerade gesagt, das sind ja die Voreinstellungen. Ich kann es jetzt hier speichern. Es ist jetzt schon eine Zwischenablage, wir können das gerade mal zeigen. Ich öffne einfach mal jetzt, nicht Word, wir nehmen WordPad, das ist die einfache Version, die ist überall drauf.
Und ich habe jetzt nichts gemacht. Ich habe jetzt nur einen Screenshot gemacht und sage jetzt einfach STRG-V für einfügen. Und er fügt jetzt aus der Zwischenablage direkt das Objekt ein. Das kann ich ja überall einfügen, ob, ne, in irgendwelche Felder. Also ich musste da jetzt nichts tun, um das auszulösen. Ich mache es nochmal, wo die Seite nackt ist. So. Man sieht jetzt eben noch erweiterte Funktionen hier in unserem Snipping Tool, also das Speichern. Dann kann ich das kopieren. Das wird dann interessant, wenn ich die Funktion zum Beispiel nicht automatisch in die Zwischenablage eingestellt habe, dass man das da quasi nochmal kopiert. Dann gibt es hier die Funktion, weil ich sagte, Mailing hatte ich explizit erwähnt. Man kann es eben an einen E-Mail-Empfänger quasi draufdrücken und dann wird das standardmäßig hinterlegte E-Mail-Programm aus dem Betriebssystem gewählt und dort wird die Datei dann eben hinterlegt. Hier ist jetzt nichts konfiguriert, passiert jetzt nichts und die zweite Option ist eben, das Objekt als Anlage beizufügen und kann dann eben die E-Mail bearbeiten. Das ist dann noch, wie ich damit umgehen kann. Also speichern, ich kann es kopieren, ich kann es direkt in ein Mailing-Programm überschieben, was eben im Betriebssystem als Standard-Mailing hinterlegt ist. Dann gibt es hier die Stiftfunktion, das, was ich ja schon gesagt habe. Man kann hier schon vordefinierte Sachen nehmen. Man kann den Benutzer definieren, welche Farbe, Stärke und Spitze, ne, für die, die da ein bisschen handwerklich unterwegs sind. Und ich habe hier die Möglichkeit, den Textmarker, ne, also das, da habe ich den Textmarker-Balken und ich kann hier das Radiergummi nehmen, also wenn ich Objekte da in das Objekt, also quasi das abfotografierte Objekt gelegt habe, kann ich die wieder einzeln eliminieren mit dem Radiergummi, aber das Objekt selber bleibt ja immer bestehen. Und dann gibt es noch eine Funktion hier hinten mit 3D-Paint, das kam ja auch vor einiger Zeit mal auch in Windows 10 dazu, könnte ich da jetzt draufdrücken und könnte das dann, dann wird das Objekt direkt mit übernommen und könnte jetzt hier das Ganze noch etwas tiefgründiger bearbeiten, was über diese standard-rudimentären Geschichten von dem Snipping-Tool ausgeht. So, machen wir das mal zu. Dann probieren wir nochmal gerade aus, dass ich den farblich markieren möchte und würde jetzt hier einfach nochmal was zeigen und sagen, hey, das hier, das gefällt mir nicht, dann kann ich einfach da reinmalen. So, und wenn ich das jetzt transportieren möchte mit dem File in der E-Mail, wo auch immer hin, dann muss ich natürlich jetzt nochmal kopieren, weil das in der Zwischenablage befindliche Objekt ist nur das vom ersten Aufnehmen, wenn ich es nicht bearbeite. Jetzt habe ich es aber bearbeitet und hier auf Kopieren. Jetzt wechsle ich nochmal hier in mein WordPad und dann sage ich einfach einfügen aus der Zwischenablage. Und dann fügt er das Objekt ein mit der Erweiterung, also mit meinem, was ich dort eingemalt habe. Deswegen wird das Objekt auch größer. Also wenn ich da jetzt drauf gucke, sieht man, das ist dann hier, der weiße Teil gehört ja nicht zu dem, was ich ausgeschnitten habe. Nur das kann ich damit tun. Das ist jetzt das, was das Snipping-Tool leistet. Jetzt haben wir ja gerade gesagt, es gibt ja eine neue Version, also quasi der Nachfolger vom Snipping-Tool. Da klicken wir jetzt einfach drauf, entweder hier jetzt im Tool selber. Wir hatten es ja gerade gehabt, wenn ich auf Windows Start gehe. Da taucht es ja auch auf, ausschneiden, skizzieren, ich kann aber auch ausschneiden, da muss ich etwas mehr schreiben, aber hier taucht es auch auf in meiner Liste, ausschneiden, skizzieren. Und dann öffnet sich dieses Tool eben auch. Es sieht halt noch einfacher aus. Hier wird auch beschrieben, wie ich das quasi mit einer Tastenkombination ausführen kann, ohne ausschneiden, skizzieren zu starten. Also mit einer Tastenkombination kann ich das auch über das Betriebssystem quasi ausrufen. Das ist jetzt hier noch einfacher aufgebaut. Es ist ja schon quasi in den neuen App-Style für Windows 11 geeignet. Ich habe hier einmal links das Neue, was ich vorhin auch hatte. Ich habe hier eine Auswahl. Da ist die Zeitverzögerung implementiert. Da gibt es immer noch 3- und 10-Sekunden-Schritte. Und dann habe ich hier rechts die drei Punkte. Wenn ich da draufklicke, kann ich hier eine Datei öffnen, Feedback senden und. Und dann gibt es hier noch die Einstellung. Da kann ich eben auch Einstellungen übernehmen, was passieren soll mit dem Ausschneiden, Skizzieren. Auch hier die Funktion automatisch in die Zwischenablage einfügen ist hier aktiviert. Mit dem Speichern, wie auch beim Snipping-Tool, ist ja quasi der Nachfolger. Öffnet einen separaten Fenster, kann man einstellen, Kontur für Ausschnitt. Also hier, das sind die Einstellungsmöglichkeiten, die ich habe. Hier kann ich noch beschreiben, was passieren soll, wenn ich die Drucktaste auf einem Laptop oder also eine Tastatur beim Laptop oder PC drücke. Das sind die Einstellungen, die ich habe. Und kann ich hier wieder zurückgehen. Und das war es auch hier. Und dann drücke ich jetzt hier mal auf Neu. Und dann öffnet sich quasi hier oben ein Fenster. Und das sagt eben, hey, rechteckig ausschneiden,
Freihand ausschneiden oder möchtest du Fenster ausschneiden oder das ganze Bild? Also hier macht er jetzt vorher noch quasi in dieser Leiste die Möglichkeit, das zu nehmen. Wir machen das Ganze jetzt nochmal mit dem rechteckigen. Alles ist grau. Ich habe dieses Objekt hier, halte jetzt wieder das, oder ich nehme jetzt mal zum Beispiel was anderes. So, dann lassen wir es nochmal. Jetzt haben wir das Objekt hier. Und jetzt baut sich etwas mehr auch auf, als es gerade war. Ist ja wieder analog zum Snipping-Tool. Hier habe ich einmal Schreiben und Berühren. Da kann ich quasi noch was reinschreiben. Also hier mit den Objekten, mit dem Stift kann ich hier auch Farbe und Größe auswählen. Ich kann auch hier, dann habe ich noch Bleistift als Option. Der Textmarker, hier gibt es das Radiergummi. Hier gibt es ein Lineal, das ist eigentlich ganz interessant. Da könnte ich dann zum Beispiel das Lineal einblenden und sagen, ich möchte gerne eine Linie ziehen. Man kennt das ja mit der Maus, man ist nicht gerade, man legt dann an und zieht einfach eine gerade Linie. Das ist zum Beispiel eine Erweiterung, die es im Snipping-Tool im klassischen nicht gab. Ist ganz interessant. Man kann auch hier ein Winkelmesser anlegen, also da gibt es eben auch die Möglichkeit. Es gibt da zwei Tools, um da Dinge zu machen. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit, im letzten Punkt einen Zuschnitt. Man kann also hier schon mit auch rudimentärer Bildbearbeitung das Objekt, was ich habe, zuschneiden. Wenn ich sage, ich brauche jetzt vielleicht nur das Mannequin. So rum. Und ich habe jetzt schon die Linien drin. So, das möchte ich gerne haben. Und dann kann ich entweder sagen, verwerfen, bestätigen. Ich bestätige das jetzt mal und dann bin ich wieder hier. So. Winkelmesser machen wir aus. Haben wir nicht. Und ihr seht hier, die Objekte sind halt, die ich angelegt habe, sind halt da. Dann kann ich jetzt mit dem Radiergummi das Ganze auch entfernen. Also ich sehe das hier auf meinem Freigabe ist ein bisschen anders. So. Alles, was freihändig ist, ist jetzt gelöscht. So kann ich eben das auch verarbeiten und kann jetzt hier sagen, kann natürlich reinzoomen ins Objekt noch, ja, tatsächliche Größe anzeigen, ich kann es auch reinzoomen, um zu gucken, wie es ist. Ich kann es hier speichern. Ich kann sagen, in die Zwischenablage kopieren, dann ist es halt jetzt in der bearbeiteten Form der Zwischenablage. Ich kann es teilen, also das heißt hier teilen, so wie es man auch auf Smartphones kennt und hier gibt es dann auch die Möglichkeit, mit einem anderen App oder Tool öffnen. Ich kann es drucken oder kommt hier in die Einstellungen rein. Das ist dann relativ einfach, wenn man sieht, wie das jetzt miteinander neu verknüpft ist gegenüber dem Snipping-Tool. Also da ist das mit dem Ausschneiden und Skizzieren ein bisschen komfortabler. Ich kann auch hier Dateien drin öffnen, um die auch rudimentär zu bearbeiten. Aber wie gesagt, wenn ich hier auf Teilen drücke, dann öffnet sich eben hier quasi in Windows 10 auch schon die Umgebung, wo ich dann das in Apps teilen kann über WLAN oder Bluetooth-Geräte, die mit meinem Rechner verknüpft sind, mit Kontakten. Aber das funktioniert halt nur, wenn man da noch Erweiterungen hat. Das ist dann nicht so wie bei dem einfacheren Snipping-Tool. Gut. Das soll jetzt hier auf Windows 10 gewesen sein. Dann gehen wir hier mal raus aus Windows 10. Dann schiebe ich mal zwischen. Gucken wir uns das Ganze nochmal in Windows 11 an, was die da ein bisschen, da ist natürlich einiges ein bisschen optisch auch anders. So, Freigabe beenden. Jetzt schneiden wir auf Windows 11. Windows 11 haben wir natürlich auch hier. Bildschirmfreigabe, da ist er. So, da ist das schon. Gleiche Webseite auf. Auch hier sieht das jetzt ein bisschen anders aus. Wenn ich jetzt hier das Snipping-Tool suche, das gibt es hier natürlich auch noch. Hier sieht man auch, dass die Grafik eine andere ist, also das Icon dafür. Das sind jetzt diese Punkte mit der Schere, also ein bisschen moderner. Aber grundsätzlich, hier sieht es jetzt auch im Windows 11-Style ein bisschen weicher aus, ist aber von den Funktionen gleich geblieben. Hier steht auch nochmal drin, wie ich das starten kann. Der Hinweis auf dieses Ausschneiden-Skizzieren ist hier nicht gegeben. Aber auch hier einfach neu. Ich kann hier den Modus wählen, wie ich es gerade auch hatte. Rechteck, Fenster, Vollbild oder Freihandmodus. Wie gesagt, die Verzögerung
sind hier 3, 5 und 10 Sekunden als Option. Und ich habe hier eben die Möglichkeit, auch Dateien drin zu öffnen und auch hier in die Einstellungen zu gehen. Ich muss gerade gucken, bis hier links gucken. Genau, da kann man eben noch die Einstellung ändern. Können wir jetzt hier mal ein bisschen größer machen, dass man es auch sieht. Also die Verknüpfung kann man jetzt setzen, aber wie gesagt, das ist wie bei Ausschneiden skizzieren, ist das jetzt genauso. Das ist also das Snipping-Tool in Windows 11 und das Ausschneiden. Also nee, die haben es einfach schon umbenannt. Genau, hier Ausschneiden und Skizzieren gibt es in Windows 11. Ist das Gleiche. Ne? So, also das ist dann dieses Tool. So, in Windows 11, da kommt dann oben auch wieder die Auswahl. Was möchte ich gerne? Jetzt nehmen wir mal Fenster ausschneiden. Und dann hat er schon das Fenster quasi, was ich anwähle, ausgeschnitten. Zack. Ne? Muss man einmal reinklicken. Und dann ist quasi das auch in einem Programmfenster als Ganzes genommen. Und dann öffnet sich eben hier auch wieder die Leiste, wie bei Ausschneiden, also es ist ja Ausschneiden Snipping Tool, Ausschneiden Skizzieren, nehmen sie dann, na, ist so subsumiert zu einem, aber wie gesagt, man kann es eingeben, Snipping Tool. Da ist dann auch wieder alles zu finden, mit Markierungen, der Textmarker, das Lineal zum Bearbeiten, und eben auch hier kann man jetzt wieder das Ganze skalieren, was ich jetzt brauche. Also wir wollen mal das nehmen, dann rutscht der schon direkt zusammen. Windows 11 ist dann halt schon einfach auch ein bisschen optisch, sieht also ein bisschen moderner aus. So, und dann habe ich das dann eben, das Objekt verkleinert auf das, was ich brauche von der gesamten Abfotografie des Fensters und könnte das jetzt eben auch speichern. Oder ich kopiere es jetzt nochmal und hier gebe ich mal WordPad ein und sage, okay, ich will das jetzt zum Beispiel in einem Dokument, dieses Dokument haben und dann ist es auch da drin. Somit kann ich mir also jegliches von meinem Bildschirm als Information rausziehen und abspeichern oder woanders einfügen. Vorteil ist zum Beispiel, man bestellt online irgendwas und weiß nicht, ob man die E-Mail-Adresse richtig eingeben hat. Am Ende kommt vom Bestellvorgang eine Nummer, eine Bestellvorgangsnummer oder eine Auftragsnummer zu deiner Bestellung. Und da kann man sich einfach kurz einen Screenshot machen, weil man speichert sich die Webseite ab, kann man dann das Bild nehmen und sagen, hey, speichern mir das ab, da geht man einfach dann auf hier auf Speichern und sagt dann, okay, welches Format darf sein, PNG, JPEG oder GIF, das spielt ja keine Rolle. Und dann kann man das einfach benennen in einem Ordner, zum Beispiel zur Kontrolle irgendwie, also ne, das macht er automatisch, Datum, Uhrzeit, kann ich euch sagen, Screen, so schräg zu schreiben ist nicht so einfach. Auftrag zum Beispiel. So, also dann könnte man das sich dann auch einfach auf den Rechner speichern und hätte dann das nochmal als Beweis oder wenn man die Nummer nochmal braucht, da bevor dann irgendwie die E-Mail nicht kommt mit der Auftragsbestätigung oder man hat was gesehen, ein Fehler auf einer Webseite, der angezeigt wurde, wenn man jetzt eine Reise bestellt und da wurde ein anderer Preis angezeigt als letztendlich beim Buchungsvorgang, könnte man das ja auch sich kurz quasi screenshotten mit dem Snipping-Tool oder mit dem Ausschneiden und Skizzieren und könnte das dann ablegen als Beweis, dass, hey, das war da zu der Uhrzeit, als ich das gemacht habe, sah das bei dir so aus, jetzt auf einmal am Bestellprozess sieht das dann anders aus. Also somit kann man recht fix aus jedem Objekt, Fenster, Webseite, Programm, spielt ja keine Rolle, kann man sich dann Screenshots machen. Also ich könnte auch umgekehrt jetzt nochmal hier in diesem in dem WordPad zum Beispiel sagen, hey, ich will da jetzt was zeigen für eine Dokumentation, wie ich WordPad benutze. Dann gehe ich einfach ins Snipping-Tool, drücke da auf Neu und sage dann, hey, ich nehme das rechteckige Fenster und sage, hier, ich möchte gerne zeigen, welche Formatmöglichkeiten rudimentär da sind. Dann zieht man sich hier zum Beispiel jetzt, ne, nehmen wir nur jetzt mal für die Schriftarten das aus, zack, hätte dieses Objekt und könnte das dann in eine Dokumentation direkt einfügen und muss da nicht anfangen mit irgendwelchen Akrobatiken. Das wiederum ist direkt ja in der Zwischenablage. Ich habe jetzt nichts gemacht und kopiere das Objekt direkt aus der Zwischenablage ein, wenn es halt nicht formatiert ist. Ja, gut. Das soll es eigentlich gewesen sein. Das ist dieses sehr nützliche, kleine, feine Tool.
Da sind wir auch schon am Ende. Ich muss jetzt gerade mal hier den Bildschirm wegklappen, sonst sehe ich nämlich nichts. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dem ganzen Thema, könnt ihr die gerne in den Chat stellen. Ansonsten war es das heute für den Freitag. Ein kleines nützliches Tool. Wie gesagt, in zwei Versionen, Windows 10 oder Windows 11 eben auch schon skizzieren und Snipping Tool quasi migriert in einem, also die neuere Version. Könnt ihr gerne in eurem Alltag beim digitalen Arbeiten in Windows benutzen. Bei Mac gibt es sowas Ähnliches. Die hatten das eigentlich sogar schon vorher gehabt. Ja, also viel Spaß dabei. Setzt es fleißig ein. Im Alltag sehr hilfreich, gerade im Büro. Immer wieder gerne gesehen. Ja, dann bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören oder im Real Life schauen. Das war's für diese Woche. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit Bildungswerk Live. Ihr findet das aktuelle Wochenprogramm, denke ich, ab heute Nachmittag unter www.bildungswerk.live. Und ja, das Beratungszentrum Trier macht jetzt eine kleine Urlaubspause. Ich verabschiede mich jetzt erstmal für einen etwas längeren Zeitraum und denke, ich bin irgendwann wieder im Oktober mal zu sehen und zu hören. Ich wünsche euch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende, eine gute Zeit und bis dahin Grüße aus Trier, euer Nils.